zusammen, herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial mit der Urban Decay Naked Heat Palette. Ihr kennt sie sicher alle, ich habe sie bei Douglas bestellt, als es 20% gab auf alle Make-ups. Das gibt es ja immer wieder in der letzten Zeit. Ich zeige sie euch mal von innen und ich denke, die meisten von euch kennen sie schon. Denn ich habe so gefühlt in der letzten Zeit, seit ich sie in meinem Vlog gezeigt hatte, jeden Tag oder fast jeden Tag eine Nachfrage, ob ich nicht mal ein oder zwei oder drei Looks damit schminken könnte. Das mache ich heute sehr gerne. Ich habe versucht, euch zu erklären, wie ihr auch einen einfachen Look hinbekommt, damit ich... weiß nicht, ob das weiterhilft. Ich hoffe es. Ansonsten kriegt ihr diesen Look, den ich heute trage, hier präsentiert, inklusive passendem Lippenstift. Am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe das ein bisschen mit gedämpftem Licht gefilmt, weil ich dachte, dann könnt ihr vielleicht die Farben besser erkennen als bei diesem sehr hellen Ringlicht, was ich immer hier stehen habe. Und ich hoffe, das hilft euch. Der Fokus liegt also im heutigen Video tatsächlich auf dieser Palette hier mit diesen wunderschönen Farben. Ich benenne euch die Farben auch jeweils. Die sind nämlich hier beschriftet, die einzelnen Töne. Und ich muss sagen, wenn man diese Art von Tönen liebt, ist diese Palette wirklich wundervoll. Ich habe schon eine sehr große Sammlung von Urban Decay Paletten, weil ich die Qualität insgesamt sehr gerne mag. Das hier sind jetzt fast alles braun. Töne mit Roteinschlag, also ein Rotbraun, ein Orange. Es ist alles komplett durch die Bank warm. Das ist insgesamt im Moment sehr modern, diese orange-rotbraunen Töne zu tragen. Und ich finde, in dieser Palette findet man einfach alles wieder. Sie enthält 12 Farben, 4 davon sind Schimmerlidschatten, der Rest ist matt. Und auch in Kombination jetzt nur mit den matten Farben kriegt man ein traumhaft schönes, warmes Augen-Make-up hin. Ich denke, dass diese Farben zu jeder Augenfarbe passen können, wobei mir viele immer schreiben, hey, ich habe immer das Problem, wenn ich mit Rot arbeite, dann sehe ich irgendwie krank aus. Da würde ich dann dazu raten, kein Rot an den unteren Wimpernkranz vielleicht zu geben, aber oben könnt ihr euch das durchaus mal wagen. Es sieht nämlich sehr, sehr schön aus und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt mit dem Augen-Make-up. So, dann legen wir mal los. Ich habe meine Augenlider vorbereitet mit einer Eyeshadow Base. Und dann verwende ich als erstes den Ton Sourced, das ist der dritte von links in der Palette, das ist ein matter Ton und gebe mir diesen in die Lidfalte. Und ich verblende das sehr gut mit einem fluffigen Blendepinsel. Ich nehme noch ein bisschen was nach, um das zu verstärken und so sieht das Ganze dann aus. Wer mag, kann jetzt die Farbe L'Ombre, das ist dieser schöne Ton hier, das ist ein schimmernder Ton. Oder die Farbe Scorched, das ist dieser schöne Ton hier. Mit den Fingern auf das Augenlid tupfen, einfach so, und damit habt ihr quasi schon den ersten Look, wenn ihr so wollt. Ihr braucht da gar nicht viel mehr machen, einfach nur die Farbe Sourced in die Lidfalte geben und die Farbe L'Ombre oder Scorched dann einfach auf das Augenlid geben und schon habt ihr den ersten Look, der recht auffällig ist, schön mit Schimmerfarben und so und einfach die Wimpern tuschen und dann seid ihr im Grunde genommen schon fertig. Ich mache das heute ein bisschen anders und zwar verstärke ich die Lidfalte noch ein wenig, indem ich in die Farbe He Devil hineintippe und sie mir mit einem frischen, etwas kleineren Blendepinsel nochmal ganz genau in die Lidfalte gebe. Einfach erstmal grob, um das Ganze dann nachher wieder schön zu verblenden. Im nächsten Schritt verwende ich einen flachen Lidschattenpinsel und tippe in die Farbe Cayenne. Und diese Farbe gebe ich mir mit dem Lidschattenpinsel von der Mitte, drücke ich mir das Produkt auf das Augenlid, auf das bewegliche Augenlid. Ich fange so in der Mitte an, arbeite so relativ nah am Wimpernkranz und gehe dann nach rechts und nach links. Ich gebe mir die Farbe so etwa bis zur Lidfalte, das sieht man ganz gut, wenn man das Auge öffnet, in etwa. Und auf der anderen Seite natürlich genauso und dann wird wieder verblendet. Diesmal achte ich beim Verblenden darauf, dass ich wirklich nur die Kanten von der Farbe erwische, die ich auf das bewegliche Lid gegeben habe und das alles so ein bisschen nach oben verblende. Ich will gar nicht auf die Farbe auf dem Augenlid kommen und das irgendwie wieder wegstreichen, sondern es soll schon da bleiben. Ich achte wirklich darauf, das seht ihr jetzt auch, dass ich hier nur die Kanten verblende und gar nicht das bewegliche Augenlid berühre. Auch hier arbeite ich wieder ganz ruhig, ordentlich und konzentriert und im Anschluss nehme ich mir wieder einen neuen Lidschattenpinsel und verwende die Farbe Amber. Die ist wirklich wunderschön, ein ganz, ganz tolles Braun mit Schimmerpartikeln. Auch diese nehme ich auf mit dem Pinsel und drücke sie mir jetzt einfach nur in die Mitte des beweglichen Lides. Und gehe dann ein bisschen nach rechts und nach links. Diese Farbe schimmert und das sieht einfach wunderschön aus, auch in Kombination mit den Farben, mit denen ich ausgeblendet habe. Hier achte ich jetzt darauf, dass auch genug Farbe am äußeren Rand des Augenlides verbleibt. Und ich öffne das Auge, gucke gerade in den Spiegel und schaue, dass ich dann so ein bisschen
rausgehe. Also dass ich meiner Augenform quasi folge und das nicht einfach mit geschlossenen Augen mache, weil das Ganze werde ich jetzt auch wieder ordentlich miteinander verblenden, sodass es dann auch im geöffneten Zustand des Auges gut aussieht. Da muss man immer darauf achten, also das gebe ich immer gerne als Tipp weiter, einfach das Auge öffnen, gerade in den Spiegel schauen und dann sehen, was sehe ich überhaupt noch von meinem Augen-Make-up, was ich gerade geschminkt habe. Und das macht am meisten Sinn, weil viele schminken wirklich so und wenn sie fertig sind, dann tuschen sie und dann sagen sie, oh, mein Augen-Make-up ist weg. Das will ja keiner. Also immer das Auge öffnen zwischendurch und schauen, wie das Ganze mit geöffneten Augen aussieht. Ein bisschen schade und was mich auch ärgert ist, dass die Farbe Amber, die ich jetzt gerade auf das bewegliche Augenlid und an den Rand gegeben habe, jetzt beim Verblenden so einen gräulich schmutzigen Ton annimmt. Das hält also nicht seine Farbe, das hält die Farbe wirklich nur, wenn man sie drauf presst auf das bewegliche Augenlid, dann schimmert sie schön, dann kommt die Farbe toll raus, aber beim Verblenden ist das nix. Am unteren Wimpernkranz verwende ich jetzt eine Mischung aus Sourced und He Devil. Das sind die beiden Farben, mit denen ich vorhin in der Lidfalte ausgeblendet habe. Das gibt eine sehr, sehr schöne harmonische Mischung. Und dann nehme ich einen schmalen, angeschrägten Pinsel und gebe mir die Farbe Amber dann auch nochmal an den unteren Wimpernkranz. Und zwar relativ zielgenau. Dadurch, dass ich diesen schmalen Pinsel verwende, kann ich damit sehr, sehr präzise die Farbe auftragen und an den unteren Wimpernkranz geben. Das heißt, ich drücke das auch so ein bisschen zwischen die Härchen dort. Und danach wird das Ganze dann wieder verblendet. Zum Abschluss gehe ich über das gesamte Augen-Make-up nochmal drüber mit einem frischen Blendepinsel und gehe nochmal richtig so an die Kanten, um das Ganze richtig weich auszublenden. Dann fühle ich mich erst richtig wohl, dann sieht das alles harmonisch und weich aus. Und dann benutze ich einen Kajalstift und zwar ist der hier von Clarence. Das ist ein wasserfester Kajal in der Farbe 06 Gold. Ich finde, das harmoniert sehr schön mit den Farben. Muss jeder selber wissen, man kann ganz normal natürlich einen braunen Kajal verwenden oder einen schwarzen Kajal. Man kann auch noch einen richtig tollen Ring dazu ziehen, aber ich mag diese Goldfarbe auf der unteren Wasserlinie super gerne. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein Extra. Ich verzichte heute auf einen Eyeliner und es folgt die Mascara. Ich verwende hier den They're Real Tinted Primer von Benefit als Basis für meine Wimpern und danach gehe ich mit der Yves Saint Laurent Mascara Volume Effekt nochmal drüber. Das gibt so einen schönen, etwas feineren, aufgefächerten Effekt und ich finde, das passt sehr gut zu diesem Augen-Make-up. Jetzt seht ihr hier schon das fertige Ergebnis. Ich komplettiere diesen Look jetzt einfach noch mit etwas Blush und zwar verwende ich hier von L'Oréal Paris die Infallible Blush Paint Palette in der Farbe Ambers oder in der Zusammenstellung Ambers. Mische hier auch zwei Farben zusammen. Ich finde die sehr, sehr schön. Und auf die Lippen kommt ein passender Urban Decay Lipstick. Der ist relativ neu oder ganz neu. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist die Farbe Fuel. Das ist ein Cream Finish. Der hält unheimlich lange, trocknet die Lippen nicht aus, sieht wunderschön aus und passt natürlich auch sehr gut zu diesem Look. Ich hoffe sehr, dass dieses Tutorial euch weitergeholfen hat beim Umgang mit dieser Palette, euch vielleicht eine Inspiration bieten konnte und natürlich, dass euch mein Look gefällt, den ich heute trage. Wie versprochen, komme ich jetzt zu der angekündigten Überraschung. Es wird nämlich noch eine kleine Verlosung geben. Ich blende euch jetzt ein Foto ein bzw. ein paar Produkte ein, die ihr hier bei mir gewinnen könnt. Warum ich das mache? Zum einen einfach so, um mal Danke zu sagen. Zum anderen habe ich fast oder schon die 50.000 erreicht. Das weiß ich nämlich noch nicht, während ich hier sitze und dieses Video drehe. Je nachdem, wann es online kommt, ist es soweit oder es ist bald soweit. Ich stehe kurz davor, 50.000 Abonnenten zu bekommen und ich finde es den absoluten Wahnsinn. Ich finde das mega viel und wir hatten uns schon ein bisschen ausgetauscht bei Snapchat und Instagram Stories über dieses Thema. Nichtsdestotrotz habe ich dieses kleine Paket hier zusammengestellt für euch. Ich möchte das gerne an einen meiner Zuschauer bzw. Zuschauerinnen verlosen. Es ist ein relativ großes Päckchen. Ich habe hier von L'Oréal auch dieses neue Augenbrauenprodukt dabei. Da habe ich mir überlegt, wenn die Gewinnerin feststeht, kann sie mir mitteilen, ob sie eher einen dunklen Ton braucht oder eher einen hellen Ton, ebenso bei den Foundations. Da habe ich einige Farben hier und da kann sie einfach sagen, ich bin ein ganz helles Häutchen oder ich bin eher dunkel. Da sind wir noch variabel. Alles andere kommt mit ins Paket. Außerdem ist eine flatschneue My Little Box dabei aus September. Die habe ich noch nicht angerührt. Die möchte ich auch gerne mitverlosen und euch damit eine Freude machen. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. Ich bitte Sie auch aufmerksam zu lesen, bitte. Ihr findet in der Infobox auch immer die Produkte, die ich euch in den Videos zeige, aufgelistet, sowie einige Rabattcodes, die ich mit unterschiedlichen Firmen aushandeln konnte. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr bei der Verlosung viel Glück habt. Ihr braucht nur einen freundlichen Kommentar zu schreiben und die Teilnahmebedingungen beachten. Da würde ich mich super drüber freuen. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!